ein Abonnentenzuwachs auf über 350 Abonnenten? Und wo bleibt eigentlich Overchallenge? Das und mehr jetzt. Hallo, ich bin der Graphic Error und begrüße euch ganz herzlich bei einer kleinen News hier auf Graphics. Tja, wie ihr vielleicht gesehen habt, was ist denn da los? Wir hatten zuerst so um die 250 Abonnenten und innerhalb kürzester Zeit haben wir einen Sprung von knappe 100 Abonnenten gemacht und zwar auf derzeitigen Stand von 343 Abonnenten. Stand 17.05.17.21 Uhr, nur so zur Info. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn da passiert? Aus irgendeinem Grund hatten wir auf unserem YouTube-Channel einen, wie soll man es nennen, einen Paragraphen aktiv, der wiederum, ich werde jetzt nicht mit eins leiten, wie genau der lautet und was genau dahinter steht und so, da will ich jetzt niemanden langweilen, ich habe es mir auch ehrlich gesagt nicht gemerkt. Auf jeden Fall, dieser Paragraph hat bewirkt, dass die Abonnenten von uns verspätet angezeigt werden oder hängen bleiben. Und wie ihr euch bereits denken könnt, hatten wir bei diesem Paragraphen das Problem, dass natürlich einige Abonnenten bei uns fehlten. Das waren angenommen jetzt 57, glaube ich, waren angenommen. Es war dann doch ein bisschen mehr, wie sich jetzt herausgestellt hat. Und natürlich werden auch die Abonnenten, beziehungsweise wurden die Abonnenten bei uns auch immer sehr spät angezeigt. Das heißt, neue Abonnenten teilweise erst vielleicht ein oder zwei Wochen nachher. Leider sind auch einige Kommentare hängen geblieben, beziehungsweise irgendwo im Nirgendwo verschwunden, ohne dass wir sie lesen konnten, beziehungsweise ohne dass wir benachrichtigt wurden. Und diese Kommentare, darunter zählen natürlich auch Kommentare wie, wo bleibt denn Overchallenge, was ist denn damit passiert, diese haben wir halt, wie gesagt, leider nicht bekommen, somit konnten wir auch nicht antworten. Denn ihr wisst, wir geben uns sehr viel Mühe, egal wie groß wir werden, wir geben uns sehr viel Mühe, dass wir mit euch gut kommunizieren, das heißt natürlich auch auf die Kommentare antworten und zwar so schnell es geht. Dieser Bug wurde jetzt behoben, beziehungsweise dieser Paragraph wurde deaktiviert oder zurückgezogen oder wie auch immer man es nennen mag und wir haben jetzt auch die ganzen Kommentare bekommen, die ganzen Abos sind jetzt hinzugekommen, es könnte sein, dass noch mehr hinzukommt. YouTube überprüft gerade noch unseren Kanal und zwar eine Komplettüberprüfung. Und kann ja sein, dass wir dadurch dann weniger Bugs bekommen, beziehungsweise haben. Vielleicht gibt es Bugs, von denen wir noch nichts wussten, die jetzt beseitigt werden. Kann aber natürlich auch sein, dass YouTube irgendwas da kaputt macht und jetzt haben wir dann noch mehr Bugs. Kann natürlich auch sein und ja, wir sind halt Graphics, Bugs sind unsere Skills, also somit, wir schaffen das schon. Bei den ganzen, unter Anführungszeichen, neuen Kommentaren wurde sich oft Overchallenge gewünscht, beziehungsweise wurde nachgefragt, wo bleibt denn Overchallenge? Darf man wieder in die Kommentare irgendeine Challenge reinschreiben? Wird die gemacht? Und auf dies möchte ich näher eingehen. Zunächst einmal, Overwatch mit Eros war ja am Anfang geplant, eine Kombination, das heißt, ich mache normal Overwatch und wenn ihr eine Challenge habt, dann schreibt ihr sie einfach in die Kommentare rein und ich werde sie dann in irgendeiner Folge versuchen zu meistern. Da leider aufgrund mangelnder Interesse bzw. da eigentlich keine Overchallenge gekommen ist, habe ich dann gesagt, nein, ich lebe nicht länger mit dieser Angst, dass hier jederzeit einer mit einer Overchallenge kommen kann. Ich entferne Overchallenge aus dieser Kombination und belasse es bei Overwatch mit Eros mit normalen Folgen. Dies werde ich jetzt aber wieder ändern, wenn noch nicht ganz so wie vorher. Ich belasse es zwar bei Overwatch mit Eros mit den normalen Folgen, also so wie wir es jetzt haben. Zusätzlich allerdings gibt es noch ein Overchallenge-Format, also so wie ganz am Anfang, wo ich einfach eure Challenges, die ihr in die Kommentare schreibt, versuche zu meistern. Dieses Format wird unregelmäßig sein, weil es kann ja natürlich nicht immer jemand eine Challenge haben. Und wenn jemand eine Challenge hat, dann schreibt sie einfach in irgendeinem Video rein, es ist egal wo. Am besten natürlich Overwatch, weil ein sicher ist am schnellsten. Und ich werde es dann in diesem neuen Format, was halt, wie gesagt, unregelmäßig kommt und nicht gekoppelt ist mit Overwatch, mit Errors, werde ich sie dann versuchen zu meistern. Was Overchallenge ist, welche Möglichkeiten ihr habt und ob es vielleicht noch weitere Neuerungen gibt, das erfahrt ihr in einem Infovideo bald auf unserem Channel. Overchallenge kehrt zurück am 1. Juni 2018. Das war's auch schon. Hoffentlich seid ihr nicht eingeschlafen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen.
wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und ja, hoffentlich bis bald, euer Graphic Error. Tschüss.